So, viele Städte und deren Versammlungsanmelder in Mecklenburg-Vorpommern haben gemeinsam beschlossen, hier und heute ein starkes Zeichen zu setzen gegen diesen Irrsinn, der in unserem Land betrieben wird. Und wir sagen, Schluss mit dieser Kriegshysterie. Wir sagen, das Maß ist voll. Unterlasst diese Kriegsübungsmanöver. Raus aus den Fängen der selbsternannten Eliten. Raus aus dem WEF und der WHO. Wir wollen... Keine Bomber über unseren Köpfen. Kein Werben fürs Sterben. Wir sagen Nein zu Angst, Abhängigkeit und Irreführung. Nein zur NATO. Aber wir sagen Ja zum Frieden, denn wir leben nur einmal und Frieden ist die einzige Option. Ich krieg voll an der Pelle, wenn ihr loslegt. Herrlich. So, wir alle gemeinsam sagen Stopp zu Air Defender 23. Sie sollten den Frieden üben und nicht den Krieg. Ja, es... Die nachfolgenden Veranstaltungen verzögern sich um in ungefähr eine Stunde. Nein, es ist voll im Gange und wir sind mittendrin. Es ist die größte Luftoperation über Europa seit Bestehen der NATO. Sie geht noch bis zum 23.06., wenn dann alles so verläuft, wie es uns die Systemmedien so verkaufen. Die NATO wolle ihre Einsatzbereitschaft demonstrieren, sagt ein Kommandant der Bundeswehr und damit auch ein klares Zeichen an Russland senden. Deutschland und weitere Länder provozieren immer und immer mehr, beginnt mit den Sanktionen über Waffen- und Panzerlieferungen bis hin zur jetzigen groß angelegten Verlegeübung der NATO-Luftstreitkräfte. Jetzt erlauben die Amis, Kiew mit westlichen Waffen auf Russland zu schießen. Dies war bisher ein Tabu. Ihr habt noch Chance, Leute, alles gut. Ich will bloß nicht, dass die Tauben irgendwie ersticken oder so. Stellt mal vor, die friedensliebenden Menschen haben die Tauben aufgewissen. Nee, das darf nicht sein. So, also, dies war bisher ein Tabu, welches nun aufgehoben wurde. Was das alles bedeutet, brauche ich euch hier nicht erzählen. Ein erneuter unfreundlicher Schritt hin zur weiteren Zerstörung der russisch-deutschen Beziehung ist der Plan, vier russische Generalkonsulate in Deutschland zu schließen. Ja, ihr kennt die unzähligen Sticheleien gegen den Osten. Air Defender soll laut Bundeswehr Solidarität im Bündnis und transatlantische Verbundenheit demonstrieren. Kurz gesagt, die NATO probt den Ernstfall. Bis zu 10.000 Soldaten aus 25 Nationen mit bis zu 250 Luftfahrzeugen unter der Führung der Luftwaffe trainieren Luftoperationen im europäischen Raum und üben die Reaktionsfähigkeit und Koordination der Luftstreitkräfte in einer Krisensituation. Geplant natürlich schon seit 2018, provozieren sie weiter die direkte Konfrontation
Man fragt sich doch, sind Stellvertreterkriege zu langweilig geworden? Nichts Geringeres als der Weltkriegsausbruch ist das Motto von Air Defender 23. Die Geschichte wird mal wieder verdreht. Die Geschichte wird mal wieder verdreht und im Prinzip ist es doch nur eine Frage der Zeit, dass es eskaliert, wenn sie so weitermachen wie bisher. Luftkampfmanöver über deutschem Boden, die die bestehende Kriegsgefahr zusätzlich verschärfen. Die Bundeswehr will im Sinne der von Bundeskanzler Olaf Scholz verkündeten Zeitenwende der verkündeten Zeitenwende eine Führungsrolle als NATO-Speerspitze übernehmen, obwohl wir eine Zeitenwende für Frieden und Abrüstung bräuchten. Die Leitmedien. Leitmedien dudeln es rauf und runter. Sie sind voll im Kriegsmodus. Täglich wird man auf die Notwendigkeit der NATO eingestimmt. Ein wichtiger weiterer Punkt ist das sinnlose in die Luft blasen von etlichen Millionen Euro. Geld, das an anderer Stelle sinnvoller hätte eingesetzt werden können. Und wir sagen gemeinsam, Deutschland soll kein Kriegsübungsschauplatz sein. Eher sollten Sie sich um Frieden bemühen und sich auf das besinnen, was Sie sein sollten, eine Verteidigungsarmee. Aber wie es so schön heißt, deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Ja, auch klimatechnisch müsste es doch einen riesigen Aufschrei geben. In der Air Defender Trainingszeit vom 12. bis zum 23.06. stoßen die über 200 Militärmaschinen ca. 35.000 CO2 aus. Im Vergleich, das entspricht 90.000 Autopendlern. Hallo, Rostock grüßt Maschinen und alle Gäste. Und ich finde das immer so ein wunderschönes Bild, wenn sich alle Anmelder hier oben versammeln. Aber vergessen wir nicht, wir sind nur die Anmelder. Ihr seid die, die kommt. Und was wären wir für ein trauriges Bild, wenn ihr nicht da wärt? Also herzlichen Dank, dass ihr uns hier zuhört. Air Defender 2023. Air Defender 2023. Wenn wir über Air Defender 2023 reden, reden wir eigentlich über den Ukraine-Krieg. Wenn wir über den Ukraine-Krieg reden, reden wir eigentlich über Nord Stream 2, über Flüchtlinge, über digitales Geld, über 15-Minuten-Städte, über Corona-Verbrechen. Das alles ist ein Krieg und ist ein Krieg gegen uns Menschen. Die Ukraine ist Tummelplatz amerikanischer Biowaffenlabore. Das Pentagon finanzierte Corona-Forschung dort lange, bevor wir das erlebt haben, was wir Corona-Krise nennen. Die Ukraine ist Vorzeigeland für digitale Überwachung und digitales Geld. Unter dem Eindruck der Waffenlieferung aus unserem Land in die Ukraine hat Jens aus Rostock heraus einen Aufruf an alle Menschen gestartet. Alle Menschen mögen sich für Frieden vor ihren Rathäusern versammeln, so wie wir heute. Als Folge.
unserer Stadt gestanden. Das ist bundesweit einzigartig. Wir haben die Menschen in unserer Stadt gefragt, wer profitiert eigentlich vom Krieg und was wäre, wenn diejenigen, die vom Krieg profitieren, überhaupt nicht am Frieden interessiert werden, sondern eben an der Verlängerung des Krieges. Wenn wir über Frieden reden, reden wir über Demokratie. Fehlende Demokratie macht es überhaupt möglich, dass wir uns an diesem Krieg in Europa beteiligen. Wurden wir Menschen gefragt, ob wir das wollen, dass Waffen aus unserem Land geliefert werden? Ich frage euch heute, wollen wir das? Überhaupt das Recht, über unsere Beteiligung an diesem Krieg mitzubestimmen. Über amerikanische Atomwaffen auf deutschem Boden, über Militärstützpunkte auf deutschem Boden. Und warum nicht? Die größte Gefahr für unsere Demokratie kommt derzeit von der WHO. Diese bereitet die größte Machtergreifung der Geschichte vor. Wir müssen uns dabei klar machen, wie eng die personellen Verbindungen zwischen der WHO und dem Pentagon sind. Sehr gut. Wir müssen uns klar machen, dass wir uns in einem Endkampf befinden für unsere Freiheitsrechte, für unsere Menschenrechte. Manchmal denke ich, selbst der Krieg ist nur eine Ablenkung für diesen fucking Pandemievertrag. Er ist Ablenkung, aber er ist eben auch real. Denn das Sterben der Menschen in der Ukraine jetzt in diesem Moment ist real. Und die Eskalation scheinbar hin zu einem dritten Weltkrieg ist real. Und dazu gehört Air Defender 2023 und dazu gehört die besondere Rolle, die Rostock spielt. In Rostock wird jetzt in diesem Moment der dritte Weltkrieg simuliert. Freya hat es vorhin schon erwähnt. Ich komme auch zum Ende. Unsere Erfahrung aus Rostock. Die meisten Menschen stimmen uns zu. Wir sind eine so große, nicht einmal schweigende, aber doch im Moment passive Mehrheit. Vielleicht aber ist das klug. Vielleicht spüren die Menschen, dass wir diese unverwechselbare, zugespitzte Situation noch nicht haben, die es braucht, damit sich die Empörung der unfreien Massen bahnbrechen kann und bahnbrechen muss. Ich spreche von einer revolutionären Situation. Vielleicht war gestern noch nicht dieser Moment, aber vielleicht ist er morgen. Und vielleicht beginnt es heute hier mit uns. Es braucht uns, genau uns und auch hier und heute. Alle einfachen Menschen, das lese ich jetzt ab, sind gleich. Wir wollen den Krieg nicht und wir wollen ihn auch nicht üben. Wir wollen Frieden. Wir wollen, dass wir an einem Tisch mit unseren Familien sitzen und Tee trinken. Und die Russen wollen auch mit ihren Familien an einem Tisch sitzen und Tee trinken. Und das sind die Worte einer Ukrainerin in ihrem zerschossenen Keller in Charkow. Und mit diesen Worten möchte ich jetzt auch enden. Dankeschön. Also auf geht's. Maltin, Großdemo. 18.06. Die Großdemo setzt sich jetzt hier in Bewegung. Schaut selber, wie viele Menschen das sind.
ihr Lieben, habt im Hinterkopf, jeden Sonntag laufen die ab 16 Uhr und da sind es ungefähr 60 Menschen, die hier im Malchin laufen. Ich finde auch, dass das gut aussieht, Daniela. Das ist mindestens das Zehnfache mehr. Ja, Kamera Görli spricht mich gerade an. Ja, Paul Popper, die wurden aus der Ukraine hierher importiert. So, und als letztes Auto sehen wir dann gleich. So, also Wolgast werden wir auf jeden Fall auch mal besuchen. Die sind am Mittwoch unterwegs. Da werden wir auf jeden Fall auch mal hinfahren. Das scheint mir auch eine gute Sache zu sein. Und ihr seht schon ganz am Ende Autokorso Berlin mit seiner Krawallbüchse da. Die dann irgendwelche Musik spielen und wahrscheinlich wieder zwei, drei Sprüche. Aber gut, wenn man in Berlin da nichts mehr auf die Latte kriegt, da muss man natürlich ins Umland gehen und da irgendwie Präsenz zeigen. So, das Schienenfahrzeug haben wir, glaube ich, gestern auch schon in Dresden gesehen. Vielen Dank, UB. Ja, scheint jetzt stabil hier zu laufen. Ich bin ja bei 10,80 p hier. Ander, warum bringst du mir kein Eis mit? Der Vogel. Unglaublich. Okay, jetzt müssen wir wieder runterkommen hier.